Genau 2 Wochen vor Ostern war es, als Knuddel instinktiv überzeugt war, dass das Christkind bald kommen würde. Untrügliche Anzeichen gab es für ihn. Sein Frauchen war ganz arg nervös und begann jeden zweiten Satz mit den Worten: »Ich werde noch wahnsinnig!« Wahnsinn und Weihnachten, das weiß Knuddel aus Erfahrung, liegen bei seinem Frauchen ganz nah beieinander. Aber es sollte an jenem für Knuddel sehr ereignisreichen Tag noch schlimmer kommen. Auch sein Herrchen wollte wahnsinnig werden, bezeichnete das, was Frauchen für dringend notwendig hielt, als hellen Wahnsinn. Ganz früh am Morgen, wo man noch nicht mal einen armen Hund aus dem warmen Körbchen jagt, scheuchte sie Herrchen und Sabrina aus den Betten. Herrchen knurrte: »So ein Chaos veranstalten. Möcht nur mal wissen, wofür. Ist ja doch nur für die Katz.« »Nicht für die Katz, Vati«, lachte Sabrina, »sondern für den Osterhasen.« Knuddel kratzte sich kurz mit dem linken Hinterbein hinterm rechten Ohr. Alles kam ihm so komisch vor. Katz, Katz, Katze. Zurückhaltend freundlich wedelte er vorsichtig mit seinem Schwanz und schaute Frauchen mit seinem gekonnt traurigen »Ich will doch immer ein guter Hund sein« Blick an. Grad für die Katz war's. Kein Kraulen im Nacken hinter den Ohren, auch nicht am Bauch, wo es doch noch wohler tut. Noch nicht mal ein einziges gutes Wort. Wortlos hat dem Frauchen sein Körbchen unter dem müden Schwanz weggezogen. Er war schon ein bisschen empört, lief flugs pfotenschnell hinterher. Sein Körbchen ist schließlich seine Heimat, sein Zuhause. Wenn man das nicht mehr hat, weiß man ja überhaupt nicht mehr, wo man hingehört. Wie auf Glatteis, oder besser, wie auf trockenem Herbstlaub, glitt und schlitterte Knuddel durch den Flur. Und zu allem zeterte auch noch Frauchen: »Mensch, Knuddel, ich werde wahnsinnig. Glaubst du denn, ich habe das viele Zeitungspapier für die Katz ausgelegt?« Schon wieder dieses »für die Katz«. Knuddel sah sich im Geiste von vielen tausend Katzen umgeben. Es waren aber bloß Stuhl- und Sesselbeine, hinter die Frauchen endlich sein Körbchen stellte. Mitten im Schlafzimmer. »Und hier bleibst du heute«, sagte sie. »Es tut mir leid, aber was sein muss, muss sein.« Kein Mensch erklärte dem armen Hund, warum was sein muss. Herrchen rief nur noch schnell von der Tür her: »Tschüss, Knuddel, mach's gut, bis heute Abend. Pass mir schön auf Frauchen auf.« 3-mal, 4-mal, 5-mal und noch öfter drehte sich Knuddel in seinem Körbchen um die eigene Achse. Dann ließ er sich mit einem ganz tiefen Seufzer fallen und presste die Schnauze ganz tief ins Kissen, um endlich nichts mehr von der Welt und seinem Frauchen zu sehen und zu hören. Schlafen, schlafen, nur schlafen wollte er. Aber auch der beste arme Hund kann nicht schlafen, wenn es an der Haustür klingelt. 3-mal auch noch. Und da waren Stimmen, die Knuddel noch nie vernommen hatte. Mit einem Satz war er raus aus seinem Körbchen und raste bzw. rutschte auf dem dummen Zeitungspapier durch den Flur zur Tür. Bestimmt hat er gemeint, dass endlich die Katze kommt, für die alles ist. War aber keine Katze. 2 Männer waren es ganz in Weiß. Und weil die 2 ihm völlig fremden Männer einfach so in die Wohnung marschierten, versperrte er den beiden natürlich laut bellend den Weg. »Ihren Kläffer da müssen Sie aber wegtun, den können wir beim Schaffen nicht brauchen«, sagte der eine zu Frauchen, der große Dicke. Sein Ton missfiel Knuddel sehr, und noch mehr das Wort »Kläffer« klingt wie »Köter«,
Menschen, die Köter sagen, die mag Knuddel nicht. Aber der andere, fremde Mensch, der kleine Dünne, der schaute ihn freundlich an. Knuddels Schwanz wedelte freundlichst zurück, verspürte bereits eine leichte Zuneigung. Zum intensiven Beschnuppern kam es nicht, weil Frauchen ihn am Halsband packte. Reg dich nicht auf, Knuddel, das sind nur die Maler. Bevor der Osterhase kommt, lassen alle Leute ihre Wohnung neu streichen. Muss ja auch mal sein, nicht? Und dann zerrte sie ihn übers knisternde Zeitungspapier wieder zurück ins Schlafzimmer. Knuddel knurrte noch ein bisschen. Weil das jedoch keiner zur Kenntnis nahm, überkam ihn der große Kummer. Oh, ich bin doch der allerärmste Hund von der ganzen Welt. Niemand kümmert sich um mich. Und dann versuchte er eben wieder zu schlafen. Einfach zu schlafen. Wie soll ein guter Hund ruhig schlafen können, wenn es draußen so rumort? Hatte Herrchen nicht gesagt, Knuddel, pass schön auf Frauchen auf. Und jetzt sollte er sein Frauchen schutzlos mit zwei wildfremden Männern allein lassen? Jetzt ist doch der Kläffer schon wieder da. Da kann man doch nicht schaffen. Leider konnte sich Knuddel für den Kläffer nicht revanchieren, der es gesagt hatte, der ihm instinktiv Unsympathische befand sich nämlich unerreichbar hoch oben auf der Leiter. Aber der andere, der Nette und Freundliche, der lachte. Nix besser Hund, Meister, nix besser. Gut, gut, haben viel Angst nur. Knuddel konnte ihm nur einen ganz schnellen »Dich mag ich« Blick schenken, weil nämlich Frauchen gerufen hatte. Im Wohnzimmer stand sie vor einem riesen Bergwäsche. Knuddel überschaute die Situation sofort. Frauchen braucht dringend seine Hilfe. Weiß er doch, weil er Frauchen immer hilft, die Wäsche zur Waschmaschine zu tragen. Meist verliert sie nämlich einen von Herrchens Socken und der würde garantiert jeden Morgen noch viel lauter fluchen. Verdammt nochmal, wo ist denn wieder der zweite Socken? Wenn Knuddel nicht so aufpassen würde und den verlorenen Socken brav hinterhertrüge. Aber an jenem Tag ging es leider schief, weil Knuddel im Übereifer den Unterschied zwischen einem Socken und der 12 Meter langen Gardine nicht sofort erkannt hatte. Total verheddert hat er sich. Wie ein Fisch im Netz war er gefangen. Es war wirklich schlimm für ihn. Aber noch schlimmer war Frauchen. Ich werde wahnsinnig, Knuddel. Du zerreißt mir ja die ganzen Vorhänge. Also, du bist doch ein unmöglicher Hund. Troll dich bloß und lass dich nicht mehr blicken. Bitte, da will man helfen, ein guter Hund sein und dann sowas. Sehr gekränkt drehte Knuddel Frauchen den Rücken zu, damit er sie nicht mehr sehen musste. Aber dann fiel ihm der gute Mensch in der Küche ein. Der hat bestimmt Zeit für mich oder ein gutes Wort. Es kam aber wieder mal ganz anders. Kaum hatte Knuddel in bester Absicht die Küche betreten, klatschte doch der nicht nette Mensch hoch oben auf der Leiter die farbtriefende Malerbürste so derb gegen die Decke, dass sich ein wahrer, weißer Wolkenbruch über den armen Knuddel ergoss. Ob Zufall oder Absicht, das weiß kein Mensch zu sagen. Sicher ist aber, dass Knuddel nur vor lauter Schreck und ganz spontan zurückwich. Zwei Farbeimer hinter ihm verloren das Gleichgewicht und kippten um. Ockergelbes für den Flur und Azurblaues für das Bad flossen ineinander. Nur mit Mühe konnte Knuddel der gemischtfarbenen Mini-Sintflut entkommen. Mit zwei ockergelben und zwei azurblauen Pfoten, Bauch, Schwanz und die unteren Hälften seiner langen Ohren schimmerten giftig grün, sein Rücken aber war blendend weiß. Den grimmigen Flüchen entzog er sich eilends durch Flucht. Zum Glück war die Tür zum Garten offen. Am liebsten hätte er sich mitten ins Tulpenbeet fallen lassen. Grad rechtzeitig fiel ihm ein, dass man das auch nicht darf, weil man nämlich als armer Hund überhaupt nichts darf und immer nur ausgeschimpft wird. Auf die unterste Treppenstufe ließ er sich plumpsen, wollte seine Pfoten sauber lecken. Widerlich war's. Schmeckte schlimmer als Kamillentee, wenn man Bauchweh hat. Zu all dem hatte er auch noch ein ganz arg schlechtes Gewissen. Frauchen wird bestimmt wieder sagen, dass er ein ganz böser Hund ist und dass sie ihn überhaupt nicht mehr mag. Traurig wird sie sein. Und das ist noch viel schlimmer. Am aller,
Allerschlimmsten ist nämlich, wenn Frauchen traurig ist. Das ist nicht Frauchen, auch nicht Herrchen. Der nette, freundliche Maler ist es. Neben Knuddel setzt er sich auf die Treppenstufe und beginnt zu sprechen. Du Hund, ich Türke. Du armes Schwein, ich armes Schwein. Knuddel verstand sofort jedes Wort, instinktiv. Minderheiten müssen zusammenhalten. Solidaritätsbereit wedelte er freundlich mit dem Schwanz, zumal der nette Mensch in der einen Hand ein Messer hielt und in der anderen eine ganz große, lange Wurst. Die weitere Kommunikation verlief völlig problemlos. Es gab überhaupt keine Verständnisschwierigkeiten. Ich Wurst, du Wurst. Ich Wurst, du Wurst. Wurst versteht Knuddel immer. Prima, dicke Scheiben schob ihm der gute Mensch in die Schnauze. Die Welt war wieder in Ordnung, denn die Wurst schmeckte herrlich. Und mit vollem Bauch lässt sich gut ruhen. Knuddel machte im Garten in der Sonne ein ausgiebiges Nickerchen. Dabei bröckelte auch schon ein bisschen von seiner Tünche ab. Und dann wollte er eigentlich nur noch ein bisschen mehr loswerden. Aus Erfahrung weiß er, dass man sich an der Couch und an den Polstersesseln fein abschrubben kann. Zusätzlich wälzte er sich auch noch mit wahrer Wonne auf dem Teppichboden. Aber nur so lange, bis Frauchen kam und schrie, »Jetzt werde ich aber endgültig wahnsinnig! Wie soll ich das je wieder sauber kriegen? Knuddel, du bist wirklich der aller unmöglichste Hund!« Und das ist nicht wahr. Das ist maßlos übertrieben. Knuddel weiß ganz genau, dass er nur der allerärmste Hund von der ganzen Welt ist. Das wurde ihm doppelt klar, als ihn Frauchen rigoros die restlichen Stunden vom Nachmittag ins Schlafzimmer sperrte. Tür zu, basta, aus! 3 Stückchen Hundekuchen. Aber Knuddel war ja satt und hatte alles satt. Nur so aus Langeweile knapperte er am trockenen Hundekuchen, nicht im Körbchen, auf Frauchens Kopfkissen. Wenn man sein Frauchen schon nicht hat, will man schließlich wenigstens ihren Duft schnuppern. Aber die hat es wieder nicht kapiert, weil sie an jenem Tag eben einfach auf Wahnsinn getrimmt war. Plötzlich ging die Tür auf und Frauchen zeterte, alles wäre zu ertragen, bloß nicht der Knuddel an Malertagen. Herrchen lachte, Sabrina auch. Knuddel hopste runter vom Bett und wollte Herrchen lieb begrüßen. Entsetzlich, grauslich, wieso stinkt denn der Knuddel so fürchterlich nach Knoblauch, nach Knoblauch? Wieder geschah etwas, was Knuddel nicht verstehen konnte. Sein Frauchen schimpfte nicht, weinte nicht, wurde nicht wahnsinnig, lachte nur ganz laut. Das ist doch nur, weil wir im Urlaub nicht nach Finnland fahren. Unser Knuddel hat eine Einladung in die Türkei. Und der Bosporus und Ephesos und die halbe Bibel ist doch dort passiert. Und das ist doch alles ganz interessant. Und außerdem können wir den Knuddel ja nicht allein fahren lassen. Ja, was schaut ihr mich denn alle komisch an? Packt endlich mal an! Wieder kümmerte sich keiner um den Knuddel. Der war mittlerweile wirklich nicht nur sauer, sehr beleidigt und abgrundtief traurig. Er wünschte sich noch viel längere Ohren, damit man endlich mal sieht, wie lang er die hängen lassen kann. Der nette Maler stand vor der Tür. Herrchen und Sabrina ahnten nichts, Frauchen lächelte, und Knuddel verstand sofort wieder jedes Wort. »Guten Abend. Ich habe Zeit. Ich mit gutem Hund spazieren. Viel Regen heute. Viel Wasser gut für Hund, wegen Farbe.« Natürlich hat Knuddels Familie schon ein bisschen überlegt, ob man den lieben Hund so einfach mit einem wildfremden Türken... Aber auf Knuddels Instinkt, das wissen alle, kann man sich meistens verlassen. »Ich Türke.« Türkei, sehr schön. Ich einladen, Hund, Familie, Urlaub. Gut, wenn Sie in mein Heimat, ich Freund, ich Türke, guter Hund, sein guter Mensch. Wenn Hund gut, dann Mensch gut. Tja, und dann ging der Knuddel eine ganze Stunde lang im Regen Gassi mit seinem türkischen Freund.
Ganz abgewaschen hat der Regen natürlich nicht die vielen Farben in seinem Fell. Aber er hatte trotzdem nicht mehr das Gefühl, der allerärmste Hund von der ganzen Welt zu sein. Er war instinktiv mal wieder so ganz glücklich. Was viel bedeutet bei Knuddel, weil er ja an jenem Tag wirklich keine feine Leberwurst gekriegt hat, aber dafür echt türkische Knoblauchwurst. Von einem Spanferkel mit schwarzem Bauch werde ich jetzt berichten. Von einer Gartengrillparty, die für den guten Knuddelhund unheimlich aufregend war. Schon am frühen Nachmittag hatte er wieder mal ein Gefühl wie Weihnachten. Und das mitten im August? Allüberall war er allen im Weg. Weg, Knuddel! Lass das, Knuddel! Mensch, Knuddel, mach mich nicht wahnsinnig! Dass auch sein Herrchen dauernd wahnsinnig werden wollte, konnte Knuddel überhaupt nicht verstehen. Von seinem Frauchen ist er das gewöhnt, aber bitte, woher soll ein armer Hund wissen, dass das Herrchen des Hauses bei den Vorbereitungen zu einem Gartenfest weit mehr überfordert wird als an Weihnachten? Natürlich weiß Knuddel, dass man Herrchen nicht in die Quere kommen darf, wenn er die Kerzen an den Tannenbaum steckt. Aber dass das auch für die bunten Lampions gilt, die sein Herrchen mittels Wäscheleine zwischen Apfel- und Kirschbaum hängen wollte, das konnte er nicht ahnen. Fröhlich bellend sprang er mitten in den Haufen aus bunten Papierlampions und schnappte sich einen schönen roten. Als ihm dann Papierfetzen um die Schnauze flatterten, fühlte er sich wieder um eine Erfahrung reicher. »Das sind ja gar keine Gummibälle zum Spielen.« Schwanzwedelnd schaute er Herrchen mit seinem »Tut mir leid« Blick an. Aber der polterte trotzdem los. »Mensch, Knuddel, du machst mich wahnsinnig! So ein Lampion kostet 3,50 €.« »Weißt du das nicht?« Beleidigt bellte Knuddel dreimal kurz, was dreierlei bedeuten kann. Erstens, »Mein Name ist Knuddel, ich weiß überhaupt nichts. Noch nicht mal, was prima Kalbsknochen kosten.« Zweitens, »Ich wollte ja nur spielen.« Und drittens, »Ich kann ja gehen, wenn man mich nicht will.« Knuddel ging zurück ins Haus, zu Frauchen in die Küche. Aber die sammelte saure Gurken auf dem Boden ein, weil ihr gerade ein 3-Liter-Glas vom Tisch gekippt war. »Bleib ja draußen, Knuddel, ich kann dich nicht brauchen.« Ergeben blieb Knuddel vor der Küche sitzen, weil ihn saure Gurken überhaupt nicht interessieren. Da klingelte das Telefon. »Das ist bestimmt schon wieder der Onkel Eduard mit seinem Hackebeil«, stöhnte Frauchen. »Lauf, Knuddel, hol Herrchen, fürs Spanferkel ist Herrchen zuständig. Los, 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 Herrchen holen!« Überglücklich, endlich mal wieder gebraucht zu werden, raste Knuddel wie ein Windhund in den Garten zurück. Deswegen konnte er leider auch erst auf allen 4 Pfoten vollbremsen, als es zu spät war. An der Leiter, auf der Herrchen in den Apfelbaum gestiegen war. Die kippte um und traf ihn hart am Schwanzende. Aufgejault hat er vor Schreck. Aber noch mehr erschrocken war er, als die Stimme seines Herrchens aus dem Apfelbaum fürchterliche Drohungen herabstieß. »Bist du total übergeschnappt, Knuddel? Die Leiter, Mensch! Meine Leiter! Hol Frauchen! Los, hol Frauchen!« Knuddel verstand überhaupt nichts. Außerdem musste er erst mal seinen Schwanz ablecken. Ganz in Ruhe, während sein Herrchen laut schreiend mit den Beinen zappelte und mit letzter Kraft einen dicken Ast umklammerte. Dann kam Frauchen
und musste fürchterlich lachen. Meines Lebens schönster Traum hängt an einem Apfelbaum. Da hat Knuddels Herrchen erst recht getobt. Aber dem Knuddel war's egal. Er witterte etwas. Schnuppernd ging er dem gar köstlichen Duft nach. Vor einer Stunde hatte er die Stelle schon mal inspiziert und sich dabei die Schnauze ein bisschen verbrannt. Auf halber Strecke wieder ein Schrei, diesmal von Stefan. Ja, wie lange soll ich denn die blöde Sau noch rum und rum drehen? Handantrieb, wie im finsteren Mittelalter. Normale Menschen haben für sowas einen Elektromotor. Auf dem Bauch robbte Knuddel ganz vorsichtig an die Feuerstelle ran, hielt sich aber in respektvoller Entfernung, obwohl dieser Duft unwiderstehlich war. Warum die Menschen nur so böse sind und schreien, wenn's auf der Welt so gut riecht, konnte er einfach nicht verstehen. Fassungslos blickte er auf sein Frauchen, das immerfort jammerte. »Ich werde wahnsinnig. Gleich kommen unsere Gäste und unser Spanferkel hat einen schwarzen Bauch und ist am Po noch ganz blass.« Am schwarzen Bauch war übrigens Knuddels Herrchen schuld. Der hatte diesen Spanferkel-Rotationsgrill selbst gebaut. Und die nicht ganz kunstgerechte Konstruktion stürzte ab und zu ein. Dann plumpste das Spanferkel mit dem Bauch zischend in die glühenden Holzkohlen. Und dann gab es immer ein großes Geschrei. Viel Lärm um eine große Wurst. Instinktiv ahnte Knuddel, dass es sich bei dieser großen Wurst um eine ganz besonders feine handeln müsse und dass es den vielen Menschen, die da nach und nach kamen, nur um die Wurst ging. Als kluger Hund beschloss er, kein Schläfchen zu riskieren. Sein Körbchen im Hause war zu weit weg von der Wurst. Vor der Brombeerhecke streckte er seufzend alle vier Pfoten von sich, schlief aber nur mit einem Auge, denn als Hund hatte er so seine Erfahrungen gemacht. Passt man nicht auf, schnappen einem die Menschen die Wurst weg. Vor dem Kampf um die Wurst wurde der arme Knuddel dann aber noch pudelnass. Schuld waren seine Neugier und die große Liebe zu seinem Herrchen. Kummer, warum, konnte Knuddel nicht ahnen. Aufmunternd bellend rannte er seinem Herrchen zwischen die Beine, der mit einem großen Hammer auf irgendwas eingeschlagen hatte. Und ganz böse hat er den Onkel Eduard angebellt, der seinem Herrchen immer was wegnehmen wollte, nämlich den Hammer. Doch wie sollte der arme Hund ahnen, dass die beiden einfach ein Bierfass anstechen wollten? Bitte, Knuddel versteht eine ganze Menge Wörter aus der Sprache der Menschen, aber was Ohrzapft heißt, das konnte er nicht verstehen, weil er ja kein bayerischer Dackel ist. Außerdem sah er auf einmal nur noch Schaum vor den Augen. Widerlich war's. Mit den Vorderpfoten wischte er sich das Zeug weg und wälzte sich dann blindlings im Gras, um den Bierschaum loszuwerden. Dabei brachte er Frauchens Bügelbrett ins Wanken. Er hat sich einfach mit den Pfoten im darüber gebreiteten Leintuch verheddert. Vom kalten Buffet kullerten Gurken, Oliven, Paprika, Peperoni, diverse Salate und Soßen. Nicht auf Knuddel, nur eben ins Gras. Der Knuddel konnte sich vorher rechtzeitig in Sicherheit bringen. Vor der Brombeerhecke leckte er sich die verbliebenen Biertropfen aus dem Fell. Er hörte sein Frauchen fürchterlich schimpfen. Und bestimmt wäre er sehr traurig gewesen, wenn nicht dieser gar köstliche Duft gewesen wäre. Der Duft der großen, feinen Wurst. Die war noch da. Knuddel konnte sie riechen und sehen. Zu seinem großen Missvergnügen musste er dann mit ansehen, dass die vielen Menschen seiner großen Wurst immer näher auf die Pelle rückten. Tante Olga schob sich auf ihrem Gartenstuhl besonders bedrohlich dicht dran. Knuddel mag diese Tante Olga nicht, weil die immer »Pfui, pfui« ruft, wenn sie ihn nur sieht. Trotzdem verließ er seinen Platz vor der Brombeerhecke und setzte sich direkt neben Tante Olga. Und wie erwartet, sagte die auch gleich »Pfui, pfui, der Knuddel stinkt wie eine alte Kneipe.« Aber dann tat sie etwas, was Knuddel nicht ahnen konnte. Sie besprühte ihn gnadenlos mit ihrem teuren Parfum. Da wäre der arme Hund fast wahnsinnig geworden. Wütend wollte er sich erst in sein Körbchen zurückziehen, doch da war die Wurst, die große, feine Wurst, an der sein Herrchen jetzt mit einem Riesenmesser herumsäbelte. Dem Knuddel
lief das Wasser vor Aufregung aus der Schnauze. Die Gäste reichten seinem Herrchen ihre Teller. Ganz große Stücke legte der drauf. Dagegen wurde Knuddels Wurst immer kleiner. Köstlich und so fein zart und knusprig. Spanferkel, ist doch was Einmaliges, mampften die Menschen mit vollem Mund. Dem Knuddel wurde Angst und Bang. Tante Olga reichte ihren Teller schon zum zweiten Mal hin. Mir bitte von der Lende, die Bauchkruste schmeckt etwas bitter. Tu nicht so verfressen, sagte Herrchen zu Knuddel. Dabei hatte der sich nur dezent bellend in Erinnerung gebracht. Du kriegst das feine Ringelschwänzchen, sagte Frauchen liebevoll. Ringelschwänzchen von einem Spanferkelchen. Dreimal schlucken und weg ist es. Gönnerhaft gab ihm Tante Olga noch von der schwarzen Bauchschwarte. Die spuckte Knuddel aber wieder aus. Er mag keine Kohlen mit scharfer Chilisauce. Hat jemand einen nassen Waschlappen? Rief Tante Olga in die Runde. Ja, wen willst du denn damit erschlagen? Fragte Onkel Eduard. Ich habe drei Fettflecken auf meiner reinseidenen Bluse, jammerte sie. Kunststück bei deinem Tempo, lachte einer und alle lachten mit. Nur Knuddel hätte am liebsten gejault, bloß Häppchen bekam er ab. Noch war ihm kein wirklicher Happen zwischen die Zähne gekommen. Aber sein Kummer war unbegründet. Gar nicht lange hat es gedauert, da tönte es nahezu einstimmig aus aller Menschenmunde. Ich kann einfach nicht mehr. Knuddel konnte noch. Und wie? Hilfsbereit lief er von Gast zu Gast und nahm entgegen, wie verschmäht werden musste. Es waren feine Happen dabei, nicht nur Bauch, Hinterbacke auch. Knuddel geriet in einen echten Stress. Er konnte einfach nicht so schnell kauen und runterschlucken, wie es notwendig gewesen wäre. Knochen abnagen, völlig ausgeschlossen. Sein Frauchen merkte nichts von seinem Glück. Die fragte reihum, will noch jemand ein Schnäpschen oder einen Magenbitter? Nun wurde Knuddels Hamsterinstinkt wach. Man kriegt nicht jeden Tag so viel. Ein kluger Hund legt sich Vorräte an für karge Tage. Unschlüssig trabte er mit einem großen Stück vom Hals im Garten hin und her. Der Weg zu seinem Körbchen im Haus war viel zu weit. Aber da entdeckte er gleich hinterm Apfelbaum ein anderes Körbchen. Es war nicht seines, viel kleiner, aber immerhin groß genug, um Köstlichkeiten für karge Tage drin zu vergraben. Schön weich war ich ins Bügelkorb. Fleißig trug nun der gute Knuddel Stück für Stück eben alles, was er mit bestem Willen nicht mehr runterkriegen konnte, zu diesem Körbchen und buddelte alles schön säuberlich ein. Satt und müde legte er sich dann daneben, um ein bisschen zu schlafen. Er hörte noch mit einem Ohr, wie Tante Olga sagte, »Mir wird langsam kühl. Vielleicht sollte ich mir meinen Kaschmir-Stola umlegen.« Und festen Schrittes näherte sich Tante Olga dem Korb, in dem sie nichts als ihre Kaschmirse. Knuddel knurrte aggressiv, aber leider viel zu spät. Viel schneller noch war Tante Olga. Sie schrie laut auf, als sie ihre weiße Stola aus dem Korb zog. Sämtliche von Knuddel gesammelten Spanferkelreste kullerten aus der Kaschmir-Stola ins Gras. Und es kam noch schlimmer. Eine lebendige Maus sprang auch noch raus. Das war selbst für einen müden Hund zu viel. Wütend jagte er der Maus nach, die sich an seinen Knochen hatte glücklich tun wollen. Das Mäuslein bekam's mit der Angst. Es rannte wie irr immer im Kreis und natürlich Tante Olga direkt zwischen die Füße. Die schrie, »Hilfe! Ich falle in Ohnmacht!« Aber sie fiel nicht. Nur ein bisschen gestolpert ist sie. Ob über die Maus oder den Knuddel, hat keiner genau gesehen. Aber dabei fiel eben ihre Tasche in die noch glühenden Kohlen vom Spanferkelgrill. »Meine Kroko-Tasche! Hilfe, meine Kroko-Tasche! Sie hat doch so viel Geld gekostet!« Die Situation wurde chaotisch. Knuddel schnappte sich einige der besten Spanferkelstücke, die aus Tante Olgas Kaschmir-Stola ins Gras gefallen waren, und verzog sich ins Haus. Er hatte endgültig genug. Und satt war er auch. Und Spanferkel konnte er nicht mehr riechen. Auch am folgenden Tag noch nicht. Sein Instinkt sagte ihm nämlich, dass jener köstliche Duft, der ihm gestern so verführerisch in die Nase gestiegen war, ursächlich mit jenem ganz miesen Geruch zusammenhängen musste, der heute seinem Wassernapf entströmte. Wie die Katze um den heißen Brei schlich Knuddel um den lauwarmen Kamillentee. »Knurr nicht, Knuddel«, sagte sein Frauchen. Aber er hat gar nicht geknurrt. Das war sein Bauch gewesen,
Der knurrte einfach von alleine. Prost, Kamillentee, rief sein Herrchen ihm zu. Mir ist genauso hundeelend wie dir. Schuld ist das Spanferkel, mein lieber Knuddel. Wir haben uns einfach überfressen. Knuddel kann das Wort Urlaub nicht mehr hören. Urlaub bedeutet für ihn nämlich nur keine Bequemlichkeit, keine Freiheit, keinen Stammbaum, keine duftende Nachricht von Freund oder Feind, keine Leberwurst, keinen feinen Kalbsknochen und vor allem keine Knuddelruhe. Dafür Konservenverköstigung, immer an der Leine gehen müssen, fremde Bäume und Gerüche, nicht wissen, wohin man gehört und Katzen. Katzen über Katzen. Auf 3 Knuddelschwanzlängen mindestens 7 Katzen. Erst meinte er ja, Urlaub wäre sowas wie Weihnachten, weil Frauchen fortwährend sagte, ich werde noch wahnsinnig. Und dann wurden Koffer gepackt. Überall war er im Weg und überhaupt am Verzweifeln. Und dann sagte doch Frauchen auf einmal, warum lässt du denn schon wieder deine Ohren hängen, Knuddel? Du brauchst doch nicht traurig zu sein. Du darfst mit in Urlaub. Ja, du darfst mit. Mit, mit, mit. Kaum ein anderes Wort klingt so schön für Knuddel wie mit. Übermütig bellend raste er zur Haustür in Erwartung, dass Frauchen ihm sein Halsband anlegt. Er ist immer sofort startbereit. War aber wieder mal ein Missverständnis. Wir fahren doch erst morgen, Knuddel. Bald, bald. Bestimmt nur deswegen hat er sich eben sicherheitshalber mitten in den großen Koffer gelegt. War auch schön weich. Aber kaum hatte er es sich ein bisschen bequem gemacht, da schrie Frauchen schon wieder, »Ich werde wahnsinnig! Jetzt liegt dieser entsetzliche Hund doch auf meiner frisch gebügelten, reinseidenen Bluse!« Pfote für Pfote stieg Knuddel wieder aus dem Koffer und schüttelte sich heftig und empört, dass seine langen Ohren wie Fahnen im Wind knatterten. Dabei flogen natürlich viele Haare, viele Hundehaare in den Koffer und auf Herrchens dunkelblaue Hose. »Wir werden aussehen wie die letzten Schweine«, jammerte Frauchen, »weil unser Hund einfach eine Katastrophe ist.« Knuddel weiß auch nicht, was eine Katastrophe ist. Er konnte am nächsten Tag, mitten auf der Autobahn, auch nicht verstehen, warum ihn Frauchen schon wieder eine Katastrophe nannte. Ihn überkommt es eben manchmal, und dann reagiert er viel spontaner als sein Herrchen. Da muss er Frauchen einfach zeigen, wie ganz arg lieb er sie hat, sie im Nacken küssen oder ihr die Hand lecken. Wie soll er ahnen, dass Frauchen gerade mit dieser Hand in den zweiten Gang schalten musste, weil sie überholen wollte? Herrchen bekam aber auch einen Anpfiff. »Wenn ich schon fahre, dann passt du wenigstens auf den Hund auf.« »Aufpassen, aufpassen muss man im Auto.« Knuddel wurde doppelt wachsam, weil Herrchen ein Nickerchen machte. Als Frauchen plötzlich anhielt, hat er fast die Scheibe eingedrückt, vor lauter Aufpassen.
Mit aller Kraft musste ihn Frauchen am Halsband zurückreißen. Hör auf, ich will doch nur tanken, Knuddel. Herrchen wurde wach und entschuldigte sich bei dem Tankwart für seinen unmöglichen Hund. Aber der fragte ungerührt, Wollen Sie nun Sprit oder wollen Sie lieber den Hund vors Auto spannen? Ach, immer diese Missverständnisse. Knuddel hatte doch nur gemeint, dass der fremde Mann sein Frauchen mit dem Benzinstutzen erschlagen will. Und dafür wird man dann auch noch ausgeschimpft. Knuddel war überglücklich, als Herrchen endlich rief, Hurra, jetzt haben wir es geschafft, wir sind da. Jetzt fängt der schöne Urlaub an. Die Autotür ging auf und Knuddel wollte mit einem Satz raus. Raus, raus, aber von wegen. Herrchen zog ihn am Halsband zurück. Na, du bist doch wohl übergeschnappt. Kannst doch hier nicht einfach rumspringen wie zu Hause. Angeleint wurde er und an einen ihm total unbekannten Gartenzaun gebunden. Tut mir leid, Knuddel, sagte Herrchen. Aber erst müssen wir mal das Gepäck in unser Ferienhaus schaffen. Raus und rein und raus und rein, immer an ihm vorbei. Knuddel wollte verzweifelt hinterher, ging aber nicht, so sehr er auch zerrte und zog. Der Gartenzaun war felsenfest verankert. Er knurrte, jammerte, winselte und bellte. Und dann bekam er Angst, ganz arg Angst. Vielleicht vergessen die mich einfach hier. Vielleicht bedeutet Urlaub einfach, dass man immer an diesen dummen Gartenzaun angebunden ist. Verzweifelt kauerte sich Knuddel ins Gras, presste seine Schnauze in die fremde Erde und dann hatte er auf einmal das Gefühl, dass ihn jemand beäugt. Er hob den Kopf und tatsächlich und kaum 6 Schwanzlängen entfernt saß eine große bernsteingelbe Katze. Er hat noch nie eine bernsteingelbe Katze gesehen. Was Knuddel nicht kennt, knurrt er an. Die bernsteingelbe zog sich fauchend etwas zurück. Knuddel nahm eine drohende Haltung ein. Ganz ruhig blieb sein Schwanz, nur seine Nasenflügel bebten. Die bernsteingelbe schwang sich behend auf einen dicken Stein, beäugte ihn so von hoch oben herab nach arroganter Katzenart. Knuddel geriet vor Wut fast außer sich, aber die dumme Leine hinderte ihn, dieser bernsteingelben zu zeigen, wer hier Herr bzw. Hund ist. Immerhin kam Herrchen angerannt. Pfui, Knuddel, schäm dich. Du kannst dich hier nicht benehmen wie die Axt im Walde. Wir sind im Tessin, wir sind im Urlaub. Urlaub. Schon wieder dieses Wort. Wenigstens losgebunden wurde Knuddel jetzt und durfte das Ferienhaus betreten. Nun schnüffel mal alles schön aus, frohlockte Frauchen. Na, von wegen Schnüffeln. Was gab's da schon zu beschnüffeln? Alles roch gleich blöd, wie wenn Frauchen seine Decke in der Waschmaschine gewaschen hatte. Und irgendwo so mittendrin stand sein Körbchen mit frisch gewaschenem Kissen. Steif und sehr aufrecht setzte sich Knuddel hinein. Unglücklich schaute er Frauchen und Herrchen mit seinem »Was soll denn der Quatschblick an?« »Knuddel, wir sind im Urlaub«, sagte Herrchen und Frauchen drauf. »Er wird Hunger haben. Wo ist denn ein Büchsenöffner?« »Büchsenöffner, Büchsenöffner«, dieses Wort klingt für Knuddel wie Pfefferminztee, den er auch nicht mag. Er mag nun mal nichts aus der Dose, er schätzt Hausmannskost nach Frauchens Art, aber die sagte »Ich muss auch mal Urlaub haben. Andere Hunde fressen auch Dosenfutter.« Knuddel schlapperte nur weiter und war betont laut und vorwurfsvoll. Trotzdem überhörte Frauchen nicht ein für Knuddel noch unbekanntes Kratzen an der Tür. »Ich glaube, wir kriegen Besuch«, lachte sie und öffnete die Tür. Und wer saß draußen vor der Tür? Die Bernsteingelbe. »Die kommt mir nicht über die Schwelle«, bellte Knuddel aufs Höchste empört. Herrchen freute sich. »Du verteidigst ja schon dein Revier, Knuddel. Fühlst dich also im Urlaub schon wie zu Hause.« »Schon wieder dieses Wort Urlaub.« Noch schlimmer kam es.
Frauchen stellte seinen Fressnapf einfach vor die Tür für die Bernsteingelbe mit den Worten, der Knuddel frisst es ja doch nicht. Knuddel war mehr als beleidigt. 6 oder 7 Salamischeiben hat er einfach so runtergeschluckt, ohne seinem Frauchen auch nur einen einzigen Dich-mag-ich-Blick zu schenken. Danach ging er mit Herrchen Gassi, um die Gegend zu erkunden, sagte der, und hielt ihn sehr kurz an der Leine. Knuddels Schnüffelradius entsprach kaum knapp der halben Leinenlänge. Und das mitten im Tessiner Katzenparadies. Katzen. Katzen, nichts als Katzen. Kein Kollege, keine Artgenossin. Wohin er auch roch, wohin er blickte, Katzen. Katzen, nichts als Katzen. Auf jeder Fensterbank und jedem Mäuerchen, unter jedem Torbogen und jeder Wildrosenhecke, hinter Palmen und Kakteen, Katzen, Kater, Kätzchen, kohlschwarze und schneeweiße, getigerte und gefleckte, zartrosa getönte und bernsteingelbe natürlich. Herrchen fand's herrlich. Knuddel überhaupt nicht. Er hatte das Gefühl, dass es um ihn rum nur faucht und zischt und minzt und miaut. Das fantastische Panorama, pries Herrchen. Knuddel sah nur Katzen. Als ihn dann auch noch ein mausgrauer Kater von der Mauer runter mit der Krallenpfote hinter den Ohren erwischte, da war's aus. Knuddel trat in einen Sitzstreik auf seinem dicken Po. Herrchen konnte an der Leine noch so ziehen und zerren, Knuddel blieb sitzen, ging keinen Pfotenschritt mehr weiter. Schon gar nicht an der Leine. Erst als ihn Herrchen losmachte, raste er wie von 1000 Katzen gejagt den Weg zurück und setzte sich demonstrativ vor das Auto. Herrchen war sehr freundlich. Armer Knuddel, ich weiß, das Tessin ist ein Katzenparadies, aber du wirst dich schon noch daran gewöhnen. Schließlich sind wir hier im Urlaub. Komm, jetzt schauen wir mal, was Frauchen Feines gekocht hat. Knuddel freute sich, leider umsonst. Frauchen sagte, ich habe nichts gekocht. Hab doch auch Urlaub, wir gehen essen. Hauchdünnes Bündnerfleisch bekam Knuddel als Vorspeise. Dann wurde ihm Lasagne unter dem Tisch serviert. Mag er, aber nur, wenn man die Butter rausschmeckt. Und nur ohne Thymian und Rosmarin. Doch das war auch am Fleisch dran, das ihm Herrchen happenweise in die Schnauze schob. Knuddel wurde immer klarer, dass Urlaub keine Leberwurst ist. Huhn mit Reis bekam er noch im Ferienhaus aus der Dose. Mit hochgezogenen Lefzen hat er es widerwillig gefressen. Aber nur, damit es nicht wieder für die Katz ist, für die Bernsteingelbe. Und nur, weil er wirklich sehr müde und fertig war, schlief er im Körbchen am ungewohnten Platz ein. Gegen 4 Uhr früh schon schreckte er hoch. Da ist doch jemand vor der Tür. Ein guter Hund muss wachsam sein. Muss immer aufpassen, sagt Herrchen doch oft. Der Dank für Knuddels Wachsamkeit kam prompt aus dem Schlafzimmer. Verdammter Knuddel! Im Urlaub, wo wir endlich mal ausschlafen können, da weckst du uns mit deinem blöden Gebelle. Darf doch nicht wahr sein. Da will man als braver Wachhund seine Familie warnen und wird ausgeschimpft. Knuddel konnte sich nicht beruhigen, schob seine Schnauze ganz dicht an den Türspalt, schnüffelte und schnüffelte und knurrte natürlich auch ganz bös dazwischen. Genauso böse tönte Frauchens Stimme aus dem Schlafzimmer. »Knurr nicht, Knuddel! Gib endlich Ruhe, Mensch, du verrückter Hund! Das sind doch nur die Katzen! Ich habe ihnen gestern Abend noch ihr Frühstück vors Haus gestellt. Das sind ganz arme und ganz liebe Katzen, ganz arme und ganz liebe und ganz ausgehungerte Katzen.« Nur noch an Katzen, dachte sein Frauchen, nur nicht an ihn, an den allerärmsten Hund von der ganzen Welt. Ich werd wahnsinnig. Der Knuddel hat den Teewagen umgeschmissen, mit dem ganzen Frühstücksgeschirr darauf, das ich extra gerichtet habe, damit wir in der Sonne draußen frühstücken können, mit Blick auf den Lago Maggiore. Also, das müssen wir alles ersetzen, laut Mietvertrag. Wenn das so weitergeht, wird das aber ein ganz schön teurer Urlaub. Ich hab mir wirklich unter Urlaub was ganz anderes vorgestellt, als schon wieder den Besen schwingen zu müssen. Pfui, schäm dich, Knuddel. Frauchen ist ganz arg traurig. Der arme Knuddel war noch viel, viel trauriger. Schon deswegen, weil niemand seinen so sehr gekonnten »Ich bin der allerärmste Hund von der ganzen Welt«-Blick bemerkte.
Er konnte noch so freundlich mit dem Schwanz wielen, noch so lang seine langen Uhren hängen lassen. Kein Frauchen, kein Herrchen, kein Mensch kümmerte sich um ihn. Von Urlaubstag zu Urlaubstag wuchsen Knuddels Qualen. Es hatte sich mittlerweile in Tessiner Katzenkreisen rumgesprochen, dass Knuddels Familie sehr tierfreundlich sei, dass immer Milch vor der Tür stehe und ein Teller mit Katzenköstlichkeiten. Immerfort delektierten sich irgendwelche Katzen vorm Haus, hinterm Haus, rund ums Haus. Knuddel kam nie recht zur Ruhe. Er konnte und wollte sich an die Samtpfötigen nicht gewöhnen. Aber schließlich musste er es einfach tun. Es blieb ihm nichts anderes übrig. Denn eines späten Abends saß sie vor der Tür. Klein und schmächtig, ausgehungert, bernsteingelb, mit weißen Pfötchen und schwarzem Schnäuzchen, jämmerlich maunzend. Gleich wurde es Frauchen weh ums Herz. »Das arme Tierchen besteht nur aus Fell und Knochen. Wir müssen es aufpäppeln.« Von Stunde an waren nicht nur Katzen ums Haus, sondern auch ein Kätzchen im Haus. Schon am nächsten Tag ahlte es sich wohlig schnurrend in Frauchens Schoß, während Herrchen, Zeitung lesend, den Knuddel nur ab und zu mal am Bauch kraulte. »Wir müssen ihr einen Namen geben«, sagte Frauchen. »Wie wär's mit Ticina?« Ticina fand immer mehr Wohlgefallen an Knuddels Familie und er ahnte instinktiv, dass er Ticina freundlich zu begegnen habe, sonst hätte es ihm die Familie übel genommen. Endlich sagte dann Frauchen, »Schade, auch der schönste Urlaub geht einmal vorbei.« Knuddel bekam es mit der Angst, weil wieder Koffer gepackt wurden. Er hielt sich immer in der Nähe von Frauchen, könnte ja sein, dass die ihn einfach vergisst. Das tat sie nicht. Sie hat ihn sogar getröstet. »Meinst du vielleicht, wir lassen unseren guten Hund hier? Dich vergessen wir nicht, Knuddel. Aber was machen wir bloß mit Ticina? Die hat sich so an uns gewöhnt. Die ist doch jetzt dem Tessiner Katzenkonkurrenzkampf gar nicht mehr gewachsen, Knuddel. Was meinst du, nehmen wir sie mit?« Ganz toll und freundlich wedelte Knuddel mit seinem Schwanz und schaute sein Frauchen ganz glücklich an, denn er hatte wieder mal nur das schöne Wort »mit« verstanden. Und mit will er ja immer, mit wollte er natürlich auch wieder. Und so kam es zu dem Missverständnis. »Unser Knuddel ist doch ein guter Hund. Er hat nichts dagegen, wenn wir Ticina als Urlaubssouvenir mit nach Hause nehmen. Er freut sich sogar«, verkündete Frauchen so überzeugend, dass auch Herrchen keine Widerrede wagte. Und so geschah es denn auch. Auf der Heimfahrt hatte Knuddel das Gefühl, dass der Urlaub nie mehr ein Ende nehmen wird. Für ihn war Urlaub gleich Katze. Und die leckte sich munter ihre Pfötchen in Frauchens Einkaufstasche. Seither kann Knuddel das Wort Urlaub einfach nicht mehr hören. Der Tag, als der Kühlschrank kaputt ging, war für Knuddel ein herrlicher Tag. Ein wahrer Hundetraumtag. Mit einigen Tücken natürlich. Früh um 6 schon schreckte ihn Frauchens Schrei aus dem Schlaf. »Ich werde wahnsinnig!« Knuddel meinte, »Jetzt ist Weihnachten!« Denn das kennt er doch. Alle Jahre wieder wird Frauchen wahnsinnig, kurz vor Weihnachten. Er setzte nur eine Pfote gemächlich vors Körbchen, doch da schrie Frauchen schon wieder, »Ich werde wahnsinnig!« Mit einem Satz war Knuddel aus dem Körbchen, weil er dachte, das Christkind steht vor der Tür. War aber nicht so. Bloß Frauchen stand vor der geöffneten Kühlschranktür und starrte fassungslos auf das Thermometer in ihren Händen. 25 Grad plus! In unserem Kühlschrank ist es wärmer als in unserem Wohnzimmer!« Sie rannte ins Bad und hielt Herrchen das Thermometer unter die Nase, beziehungsweise unter die Dusche. »Es stinkt bestialisch«, schrie sie. Herrchen verstand unter der Brause natürlich gar nichts. »Wieso bestialisch? Ist doch bloß das Thymian-Duschbad, das du mir gekauft hast, gegen meinen Husten.« »Ach, ich meine doch nicht dich«, sagte Frauchen. »Unser Kühlschrank stinkt.« Das fand Knuddel aber gar nicht. Ganz im Gegenteil. So herrlich hatte es aus dem Kühlschrank noch nie geduftet.
mit den Pfoten in der Pfütze, die schon auf den Küchenboden gesickert war, schnupperte sich Knuddel mit der Schnauze tief in den Kühlschrank hinein. Nie war der Duft so intensiv wie heute. Ein kühler Kühlschrank verbirgt seine Wohlgerüche aromasicher. Erst ein warmer Kühlschrank ist das Wahre. Da riecht man den ältesten Käse und das köstlichste Kassler. Pfui, Knuddel, was soll das? Nimm die Schnauze aus dem Kühlschrank. Knuddel tat's widerwillig. Wenigstens schnuppern wird man doch als Hund noch dürfen. Neben Frauchen stand Herrchen, Thymian-Duschbad tropfend. Nur notdürftig in ein Badetuch gehüllt, schlotterte er: Mir ist kalt. Dafür ist mein Kühlschrank heiß, stöhnte Frauchen. 25 Grad plus hat er. Na, lassen wir ihn auf 100 kommen, tröstete Herrchen. Dann schalten wir die Heizung ab und du kannst drin kochen. Frauchen fand es gar nicht komisch. Verzweifelt war sie und fing auch noch an zu weinen. Alles kann Knuddel ertragen, nur kein weinendes Frauchen. Spontan leckte er ihr die Tränen von den Wangen, weil sie so schön hundezungennah vor dem Kühlschrank kniete. Leider verlor sie dabei die Balance und saß prompt mit dem Po in der Pfütze. »Ach, dieser unmögliche Hund!« und weinte noch mehr. Knuddel ließ seine langen Ohren noch länger hängen, wenn er nur wüsste, wie er seinem armen Frauchen helfen könnte. »Wir müssen den Kundendienst anrufen«, sagte Herrchen ganz ruhig und sachlich. »Und vor allem müssen wir den Kühlschrank ausräumen.« Dann ging Herrchen, um sich etwas anzuziehen, und Frauchen ging ins Wohnzimmer zum Telefon. Knuddel blieb allein in der Küche. Er kratzte sich kurz hinter den Ohren. Hatte Herrchen nicht gesagt, wir müssen den Kühlschrank ausräumen? Nichts gibt's, was er lieber täte. Genau davon hatte Knuddel schon oft geträumt. Mit einem Würstchen fing er an. Hatte aber mit der Fortsetzung nicht gerechnet. 7 weitere hingen dran. Einen Rattenschwanz hinter sich herziehend, raste er erstmal in sein Körbchen und mampfte. Aber dort hielt es ihn natürlich nicht. Er wollte weiterarbeiten. Er war richtig im Stress. Zurück zum Kühlschrank. Kleines und Feines fraß er sofort. 3 Scheiben Thüringer Rotwurst zum Beispiel, weil er Würziges mag. Den Lachshering ließ er erstmal links liegen, weil der Tafelspitz näher lag. War ganz schön schwer. Ein gutes Kilo, bis man so einen Riesenhappen unterm Kissen im Körbchen verstaut hat. Nachdem er sich mit etwas Lachsschinken und Bündnerfleisch gestärkt hatte, riss er das Maul weit auf. Aber der Kalbsnierenbraten ging und ging nicht rein. An den Schnüren, die drumrum waren, zerrte ihn Knuddel aus dem Kühlschrank in den Flur. Dort kam ihm Herrchen in die Quere. »Ach du liebe Zeit, unser Hund räumt den Kühlschrank aus.« Knuddel hatte das Gefühl, dass Gefahr im Verzug war. Instinktiv ahnte er, dass sein hilfsbereites, wenn auch nicht ganz uneigennütziges Tun wieder mal missverstanden werden könnte. Wohin bloß mit der Beute? Wohin? Ja, wohin? Knuddel fand in der Aufregung ein einigermaßen sicheres Plätzchen für zunächst, schlich sich dann von einem etwas unguten Gefühl leicht gebremst wieder in die Küche. Dort räumte Frauchen total konfus ausgerechnet die Eier aus der Tür vom Kühlschrank und stapelte sie in einer Schüssel auf dem Boden. Zwischendurch sagte sie immerfort, dass sie wahnsinnig würde und der Kundendienst bald komme und auch die Oma zum Helfen. Knuddel hatte eigentlich mehr den feinen Lachshering in der Nase, als er seine Schnauze wieder in den Kühlschrank steckte. Aber dann erinnerte ihn ein noch köstlicherer Duft an die Leberspatzen, die gestern einfach spurlos verschwunden waren. In der 2. Etage des Kühlschranks erschnupperte er sie wieder, konnte aber nur einen Leberknödel zu fassen kriegen, weil plötzlich ein Mini-Triberger Wasserfall auf ihn herabstürzte. Scherben gab's, weil Leberknödel es an sich haben, aneinander zu kleben und insgesamt auch noch am Teller. Knuddel war wirklich nicht schuld, dass die hausgemachten Leberspatzen zwischen Scherben in einem kleinen Bodensee vorm Kühlschrank schwammen. Schuld war eigentlich Frauchen, weil sie die obere Tür, hinter der das Tiefgekühlte liegt, zu spontan geöffnet hatte. »Alles ist hin«, schrie sie, »total aufgetaut.« Richtig chaotisch war's und auch für den Knuddel zu viel. Im Gegensatz zum Kater Othello badet er wirklich gern, aber unverhofft einen halben Niagara kriegt auch er nicht mit Vergnügen ins Knick. Vehement wich er vor der Gewalt rückwärts und landete in der Eierschüssel.
Es darf einfach nicht wahr sein. Dieser Hund ist der allerunmöglichste von der ganzen Welt. Das wurde dem Knuddel nun wirklich zu viel. Da will man helfen und trösten. Und was hat man davon? Ein mit fiesem, klebrigen Eiweiß verkleckertes Hinterteil, das man sich umständlich wieder ablecken muss, weil man so schwer hinkommt. Nur den feinen Lachshering schnappte er sich schnell und verzog sich damit auf die Couch im Wohnzimmer. Was Herrchen und Frauchen weiter zitterten, vernahm Knuddel trotz seiner langen Ohren nicht mehr. Auf Daunen gebettet, fühlte er sich mit seinem Lachshering zwischen Seidenkissen hundsmäßig beleidigt und herrlich voll. Aber dann hat's geklingelt. Spontan verließ er den Lachshering auf der Couch und setzte sich neben Frauchen an die Haustür und knurrte und bellte. Weil da ein ihm völlig fremder Mann forsch in die Küche zum Kühlschrank wollte. Frauchen sagte zwar, dass das Kundendienst wäre, aber Knuddel hatte an jedem Tag schon zu viele unangenehme Überraschungen erlebt, als dass er noch einem Menschen traute. Er knurrte und bellte weiter, bis Frauchen nichts übrig blieb, als ihn im Nacken zu packen und irgendwo sicher zu verwahren. Ausgerechnet das kleinste Örtchen hat sie in der Aufregung für Knuddel bestimmt. An der Tür hat er gekratzt. Er kam sich vor wie ein Löwe in einer Zündholzschachtel. Aber Frauchen schrie vor der Tür: »Tut mir leid, Knuddel, aber du benimmst dich heute wieder wie der allerletzte Hund im Wald.« »Im Wald, das wäre gut. Aber Knuddel war im Klo eingesperrt. Im Wald wäre schön. Da könnte man in einem Mäusenest schnuppern, den Fuchs jagen, den Eichelhäher verbellen.« Knuddel fand aber bald auch in jenem stillen Örtchen sein Vergnügen, nämlich am Papier, das dort war. Wuff, macht das Spaß, an der Rolle zu reißen und zu ziehen. Das wurde immer mehr und hörte gar nicht auf. Leider öffnete Frauchen die Tür, als Knuddel vergnügt in einem lila geblümelten Klopapierhaufen saß. Er hatte ehrlich viel geschafft, aber gelobt dafür wurde er wieder nicht. »Raus, raus mit dir«, tobte Frauchen. »Du bist wirklich ein Hund, der einfach nicht wahr sein darf.« Instinktiv schnappte Knuddel nach irgendwas, was er mitnehmen konnte. Große Auswahl gibt's nun mal auf jenem Örtchen nicht. Knuddel erwischte also am langen Stiel nur die Klobürste. Und weil Frauchen hinter ihm herzeterte, wusste er einfach nicht, wohin mit der Beute. An den Kühlschrank mag er gehetzt und gejagt gedacht haben, aber vor dem kniete der Kundendienst. Und hinter dem war die offene Arbeitstasche. Wohin nur mit dem sperrigen Ding? Knuddel legte die Klobürste, wohin auch sonst, einfach in die offene Arbeitstasche vom Kundendienst. War ihm wirklich alles wurscht, zumal er zu dem Lachshering auf der Couch wollte. Er hat's auch geschafft. Er hörte nicht mehr, wie Frauchen zum Kundendienst sagte: »Oh, entschuldigen Sie bitte, aber sonst sind wir sehr, sehr hygienisch, sind wir. Bloß heute geht es bei uns drunter und drüber. Ja, und dann haben wir auch noch einen gewissen Hund.« Jener gewisse Hund hatte mittlerweile seinen Lachshering unter drei Seidenkissen vergraben. Ruhe wollte er, nur schlafen, schlafen. Doch dann hat's wieder geklingelt. Die Oma war's. Sie sagte gleich an der Tür zu Frauchen: »Mein liebes Kindchen, warum soll ich ausgerechnet heute beim Weihnachtsbraten helfen, na? Hat doch noch lange Zeit. Aber wie du so verrückt angerufen hast, habe ich natürlich meine Dauerwellen um 11 Uhr beim Friseur abgesagt.« Schwanzwedelnd saß Knuddel vor der Oma, die er ganz arg liebt. Die knuddelte ihn auch gleich hinter seinen langen Ohren, auch am Bauch, und sagte: »Ich hatte fürchterliche Ahnungen, dass Gott weiß, was passiert ist. Aber wie ich sehe, geht es dem Knuddel ja noch gut.« Glücklich schaute Knuddel die liebe Oma aus seinen traurigen Augen froh an, weil die sich nämlich die Elendstory vom kaputten Kühlschrank erst gar nicht anhörte. Nein, die sagte nur: »Der arme Knuddel! Was habt ihr denn bloß mit seinem Hinterteil gemacht? Eigelb und Eiweiß? Wie unwohl muss sich das arme Hundchen fühlen! Du liebe Zeit! Und da redet ihr immer von Tierliebe und Verständnis für die arme Kreatur! Komm, Knuddel, Oma wird dich baden!« Endlich wieder jemand, der einen armen Hund versteht. Sein Frauchen nur mit einem provozierenden Blick beschenkend, trabte Knuddel hinter der lieben Oma zur Dusche. Aber dann geschah leider wieder etwas Schlimmes, nämlich ein Schrei von Oma: »Hilfe! Hilfe! Da liegt ein komisches Tier in der Dusche, muss wohl ein riesengroßer, winterschlafender Siebenschläfer sein!«
Schwanz wedelnd und mit seinem Rührei verklebten Hinterteil wackelnd, versuchte Knuddel vergeblich, der Oma zu signalisieren, was es mit dem vermeintlichen Siebenschläfer in der Dusche auf sich hatte. Aber ehe Oma ihn verstand, sagte Frauchen laut und deutlich: »Das ist mein Kalbsnierenbraten mit Trüffeln vom zweiten Weihnachtsfeiertag. Ja, und überhaupt weiß der Kundendienst noch nicht, ob es der Motor ist oder bloß der Thermostat. Und es dauert eine Woche, weil man Weihnachten beim Werk bestellen muss und die alte Ausgabe nicht mehr hergestellt wird. Entschuldigung, habe ich Weihnachten gesagt? Ich bin so durcheinander.« Und wieder fing sie an zu weinen. Da hat sich Knuddel ganz dicht neben sein Frauchen gesetzt, immer dichter und immer näher, bis Frauchen sagte: »Ach, Knuddel, ach, Knuddel, ist doch alles Quatsch und so unwichtig. Da regt man sich auf und zu dir war ich auch noch so gemein.« Tränen kullerten auf Knuddels lange Ohren, die sowieso schon patschnass waren. Da hat er seinem Frauchen einen seiner allerbesten Hundeblicke gegeben. »Ich bin zwar der allerärmste Hund von der ganzen Welt, aber du auch.« Wäre noch zu vermerken, dass dieser Tag für Knuddel und die Familie fröhlich endete. Es wurde gekocht und gebraten und gesotten, was der kaputte Kühlschrank bloß hergab. Und am Abend kamen Opa und die Tante Ottilie und sonst noch liebe Gäste, und die Oma trug den getrüffelten Rehrücken mit feinen Pfifferlingen auf und lachte: »Man muss die Feste feiern, wie sie fallen.« Viel Feines fiel natürlich für Knuddel ab. Aber viel schöner war noch, das Herrchen sagte: »Unser guter Knuddel. Er war immerhin der Einzige, der die Nerven behalten und im rechten Augenblick immer das Richtige gefressen hat.«